Liebe Besucherinnen und liebe Besucher, da Sie nicht wie gewohnt zu uns in unsere Ausstellung kommen können, kommen wir ab heute in loser Folge täglich zu Ihnen. Beginnen möchte ich mit einem Gemälde von Gotthard Kühl, das in unserer ständigen Ausstellung hängt. Es zeigt die Augustusbrücke im Winter. Und Gotthard Kühl war Professor an der Hochschule der Bildenden Künste und mit ihm begann die berühmte Dresdner Malschule. Sie sehen eine Winterstimmung in Grau auf diesem Bild und Sie sehen die Augustusbrücke, die trotz Winter mit belebtem Verkehr zu sehen, viele Menschen, viele Pferdefuhrwerke, aber auch Straßenbahnen oder Busse fahren über diese Brücke. Insgesamt ist alles in Grau gehalten. Zwei Gründe, dieses Bild sich anzusehen, wenn Sie wieder zu uns kommen können. Einmal gehen Sie, nachdem Sie das Bild gesehen haben, in die Stadt zurück und schauen, in welcher Perspektive er es gemalt hat. Es ist von dem Dach der Hochschule gemalt. Viele Künstler haben genau diesen Blick benutzt. So können Sie neue Blicke auf Ihre Heimatstadt entdecken. Ein zweiter Grund, sich mit diesem Bild zu beschäftigen, in dieser großen, grauen Winterstimmung glühen diese Straßenbahnen, dieses Gelb dieser Straßenbahn auf der Brücke heraus. Wenn Sie sich das nochmal ansehen, wie er das in diesem Gemälde umsetzt, dann entsteht plötzlich in diesem grauen Wintertag ein kleiner, warmer Moment. Herzlichen Dank. Musik.